Hallo zusammen, mein Name ist Sascha von Huawei Blog und heute präsentiere ich euch zwei neue Produkte. Passend natürlich zum Release des P30 Pro und des P30 vor ungefähr einem Monat hat die Firma Panzerglas, ja, das Original Panzerglas, zwei Schutzmechanismen, nenne ich sie mal, auf den Markt gebracht. Zum einen das Huawei P30 Pro Case Friendly in Black habe ich hier vorliegen. Da ist auch ganz wichtig zu nennen, es ist speziell für Curved Displays, weil das P30 Pro hat ja ein Curved Display. Und zum anderen habe ich das Panzerglas Clear Case, was quasi den anderen Bereich des Smartphones, was nicht das Display ist, schützen soll. Im Laufe des Videos werde ich einmal die Produkte entpacken und euch zeigen, was der Inhalt der Produkte ist. Und ich werde auf die verschiedenen Möglichkeiten eingehen und besonders auf die verschiedenen Punkte, was Panzerglas in dem Fall schützt und wie euch Panzerglas im Alltag helfen kann. Kommen wir zunächst einmal zum Panzerglas selbst. Panzerglas, die Firma, das Original, hat die Hülle sehr schlicht und schön im Schwarz, in der schwarzen Optik gehalten. Auf der Vorderseite ganz eindeutig zu sehen das P30 Pro als Bild sowie die verschiedenen Features noch einmal als kleine Bilder erklärt. Dort könnt ihr es sehen. Dann haben wir zum Beispiel erklärt die sogenannte Shock Resistant. Das bedeutet, dass bei einem Sturz aufs Display das Display selber geschützt ist und maximal das Panzerglas kaputt geht. Scratch Resistant meint, dass wenn wir mit scharfen Gegenständen, einem Schlüssel zum Beispiel, auf dem Display herumkratzen, passiert gar nichts. Ja, wir haben nicht mal Kratzer. Dann haben wir die 100% Touch-Unterstützung, was bedeutet, dass wir wirklich 100% Touch-Unterstützung haben. Selbst der In-Screen-Fingerprint funktioniert durch das Panzerglas ohne Probleme. Verwendet wurde das Superplus-Panzerglas und wir haben die Möglichkeit einer Easy Edge Installation, was man hier schon im Hintergrund sehen kann. Der schwarze Rand, den zeige ich euch gleich, wenn das Display draußen ist. Des Weiteren haben wir sogenannte Curved Edges. Wir wissen ja, das P30 Pro hat nicht nur Curved Sides, sondern auch Curved Edges. Das heißt, wir haben Abrundungen in die Seite und in dieser Abrundung in die Seite haben wir in den Ecken noch einmal Abrundungen selber. Das könnt ihr hier zum Beispiel auf dem Bild ziemlich gut sehen. Da oben und da unten jeweils kleine Abrundungen. Aber so viel von der Verpackung. Gucken wir einmal rein. Wenn wir das einmal aufmachen, sehen wir eine Inlay-Box, die wir natürlich auch einmal öffnen werden. Und dann sehen wir den Inhalt der Box. Zum einen haben wir ein kleines Tütchen mit einem Mikrofasertuch, einem Alkoholtuch sowie einem sogenannten Dust Remover, was nichts anderes als ein Aufkleber ist, wo man dann auf dem Displayglas nochmal den letzten Staubrückstand quasi entfernen kann. Als nächstes in der Verpackung haben wir das Panzerglas selbst. Ja, das lege ich einmal kurz die Hülle zur Seite. Das Panzerglas selbst ist geschützt von beiden Seiten mit einer sogenannten Folie. Diese Folie muss man natürlich vor dem Anbringen entfernen. Deswegen kann ich auch jetzt ohne Probleme hier auf der Folie rumtatschen, was keinerlei Auswirkung haben wird. Wir haben oben auf den Ecken sehen wir einmal die 1 mit Back sowie die 2 mit Front. Damit sehen wir auch, was vorne und hinten ist. Allerdings wäre es nicht liest, sieht auch, dass es curved ist. Das kann man jetzt hier so ein bisschen erkennen auf dem Display. Eine kleine Abrundung. So, und was ich eben schon erwähnt habe, wir haben hier diese schwarzen Ränder. Anhand dieser Ränder, wenn das Display an ist, sehen wir, wo das Displayglas angebracht werden muss. Wenn das bündig funktioniert und bündig klappt, dann ist das Displayglas in der perfekten Position. So, und dann haben wir in der Verpackung noch zwei andere Sachen. Zum einen haben wir den sogenannten Instruction Manual Installation Guide, der nichts anderes macht, als uns zu erklären, wie wir das Glas an sich aufbringen, noch einmal in verschiedenen Sprachen. Da steht dann sowas wie: Reinigen Sie das Gerät, entfernen Sie sämtlichen Staub, fahren Sie mit dem Mikrofasertuch ein letztes Mal über das Display, bevor Sie das Displayglas aufbringen, um wirklich staubfrei und schmutzfreie Möglichkeiten zu haben. Wem diese Anleitung zu viel ist, er hat das Ganze noch einmal in der Verpackung selber als Bilder.
Das heißt, eigentlich sollte es für jeden möglich sein, das Displayglas aufzubringen. Kleiner Tipp am Rande, beim ersten Versuch, als ich das getan habe, gab es auch bei mir Probleme. Ich habe es nicht geschafft, das Displayglas vernünftig anzubringen. Allerdings hatte ich die Möglichkeit, noch einmal einen zweiten Versuch zu starten, indem ich einfach das Glas leicht angehoben habe und dann erneut in der vernünftigen Art und Weise aufgelegt habe. Soweit so gut vom Panzerglas. Kommen wir nun zum Crystal Clear Case. Das Panzerglas Crystal Clear Case. Ja. Panzerglas bewirbt es mit Protect the Design You Paid For. In dem Fall passt das eigentlich, weil das Crystal Clear Case hat in der Tat keinerlei Farbe. Wir sehen die Farbe vom Smartphone im Hintergrund ohne Probleme, ohne dass irgendwas blockiert wird. Zusätzlich ist es so, dass wir natürlich mit dem Crystal Clear Case auch diverse Schutzmechanismen mitgeliefert bekommen. Da lässt sich Panzerglas natürlich nicht lumpen. Wenn wir uns das einmal hier angucken, haben wir den sogenannten Easy Snap-On, Snap-Off. Das bedeutet ganz einfach, dass wir es ganz einfach auf- und wieder abziehen können, weil manche müssen zum Beispiel SIM-Karten wechseln oder, keine Ahnung, was auch immer, ja, müssen an das Gerät selber ran, dann können wir das ganz einfach, das Case abnehmen und wieder aufbringen. Wir haben die sogenannte Absorbs Impact. Das bedeutet, dass wir bei einem Sturz, dass die Hülle die ganze Energie aufnimmt und das Gerät an sich geschützt ist. Wir haben die sogenannte Scratch Resistant, weil das Case an sich soll ja auch keine Kratzer bekommen. Somit haben wir auf der Rückseite, besonders auf der Rückseite, eine sogenannte Scratch Resistant, speziell von Panzerglas. Wir haben eine Drop Protection, weil die Ränder sind leicht weich. Komme ich aber allerdings gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir haben eine sogenannte Anti-Yellow-Funktion. Viele kennen das von euch wahrscheinlich. Ja, wenn ihr verschiedene Hüllen habt oder irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Clear-Case-Hüllen, dann kann das passieren, dass die ziemlich schnell ziemlich gelb werden. Ein gutes Beispiel davon, weil ich habe bei meiner Vorgängervariante habe ich kein Panzerglas genutzt, beim P20. Und ihr seht das hier. Wenn ich das auf den Tisch lege, ja, das ist leicht gelblich, weil das war auch Crystal Clear. Jetzt haben wir es leicht gelblich hier. Das ist eine Sache, die es nicht geben wird bei dem Panzerglas Crystal Clear Case. Und das ist was ganz Interessantes, weil Hüllen, die gelb sind, sehen nicht gut aus. Und ohne Gelb ist es natürlich besser, weil dann sieht man die Farbe besser. Und das, was das P30 natürlich an Design ausmacht, kommt viel besser zur Geltung. Auf der Rückseite ist noch einmal in verschiedenen Sprachen erklärt, was denn der Inhalt an sich mitbringt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Machen wir das einmal auf und haben auch hier wieder ein Inlay drin. Das einmal zur Seite. Und in diesem Inlay sieht man schon das Panzerglas selbst. Ja, jetzt können wir das einmal hier rausnehmen. So, da sieht man, das ist vernünftig auf einem, ich nenne es jetzt mal soften Styropor-Label aufgebracht, so in der Art zumindest. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, sehen wir, dass wir im Inneren keine Schutzfolie haben, außen allerdings schon. Das sieht man auch oben wieder in der Ecke, den kleinen Back. Wenn die Schutzfolie ab ist, haben wir ein wirklich, wirklich durchsichtiges Case. Ja, man kann das hier so am Rand, kann man das so ein bisschen erahnen. Das ist wirklich durchsichtig. Da ist nichts, was irgendwie irritieren würde. Und die Farbe sowie das Design werden richtig deutlich, auch durch das Case. Das ist etwas, was ich wirklich mag in dem Moment. Und hier kann man das sehen. Wir haben sogenannte Drop Resistance. Ihr könnt das da unten sehen. Wenn ich das auf den Boden drücke, dann fängt die Schutzhülle quasi den Druck ab, den ich da habe. Ja, und hinten passiert auch nichts, weil wir haben hier kleine Ecken oben in den Kanten. Ja, hier kann man das sehen, da sind kleine Ecken in den Kanten. Die sind höher als die Kamera. Das heißt, selbst die Kameralinse wäre in dem Moment geschützt, weil wenn es runterfällt, auf die Ecken und nicht auf die Kamera selber. An den Seiten die Knöpfe, lauter, leiser und der An-Ausschalter sowie unterhalb die Aussparung sind lasergefräst und funktionieren und passen natürlich perfekt. Wir haben
kleinere Löcher hier unten noch. Manche kennen das. Da machst du hier so kleine Kordel durch und dann hast du so eine Öse, wo man das Handy dann an der Öse hält. Das wird damit zum Beispiel funktionieren. Oberhalb haben wir dann noch die Aussparung für zum einen den Infrarotsensor und zum anderen ein kleines Mikrofon. Und wie gesagt, auf der Rückseite, das kennt ihr ja schon, ist die Quadcam. Ja, soweit so gut vom Crystal Clear Case. Wir sind dann auch schon am Ende vom Video angelangt. Wir haben aktuell beides, zum einen das Clear Case, zum anderen aber auch den Screen Protector bei uns im Test. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch einfach in die Kommentare, entweder bei YouTube oder bei uns auf dem Blog oder bei Facebook in die Facebook-Familie, in die Huawei-Familie. Und fragt uns einfach Fragen, die wir natürlich im Test berücksichtigen sollen. Der Test selber wird in ungefähr einer Woche dann erscheinen und natürlich die Fragen, die ihr bis dahin gestellt habt, aufgreifen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt oder Wünsche, was vielleicht das nächste Video zeigen soll, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr schon einmal dabei seid, lasst einen Daumen da. Vielen Dank und auf Wiedersehen.